Hey, heute geht es um die Triumphmomente. Und zwar wurden diese nämlich bei Twitter jetzt offiziell bestätigt. Sie sollen am 7. Juli online kommen. Und auch auf Bungie.net sieht man bereits ja zwei Schaltfläche unter den Triumphmomenten. Aber was ist das eigentlich genau und worum geht es dabei? Das möchte ich euch in diesem Video erklären. In der API-Datenbank wurden mit Patch 2.3 die Triumphmomente gefunden. Diese blende ich euch auch im Hintergrund mal ein. Das Ganze hat einen Reddit-User gefunden und ich habe das einfach nur übernommen. Also deswegen habe ich auch das Copyright auf diesem Bild gelassen. Bestätigt sind diese nicht, aber sie sind natürlich sehr wahrscheinlich, weil alle diese Challenges klingen plausibel und kommen auch an die Jahr 1 Challenges dran. Folgende Aufgaben sind dort enthalten. Das Gefängnis der Alten, also das Siegel davon, muss abgeschlossen werden. Das ist die schwerere Arena von beiden, die abgeschlossen werden müsste. Die Hauptquest, der König der Besessenen, müsst ihr auch abgeschlossen haben, also einmal die Story durchgespielt haben. Ein Jahr 2 Fokus muss voll aufgelevelt sein, also hierzu gehört der Nachtpirscher, der Sonnenbezwinger, also der Hammer vom Titan und die Sturmtranse vom Warlock. Die PvP-Questline, der Gipfel, so heißt sie, glaube ich, blende euch die auch mal im Hintergrund ein, die muss abgeschlossen werden und das ist aber auf jeden Fall die Quest, wo ihr dann am Ende diese Weekly-PvP-Aufträge von Checks bekommen könnt. Dann müsst ihr noch alle 50 Fragmente sammeln. Ich denke, das ist nicht allzu schwer. Das einzige Schwierige daran ist, dass ihr die Oryx-Challenges alle abgeschlossen haben müsst, also Oryx, Golgoroth und Kriegspriester. Ansonsten denke ich, gehen die Fragmente wirklich. Dann müsst ihr ein Exoschwert besitzen. Das finde ich eine der schwersten Aufgaben. Neben der PvP-Questline abschließen. Dann müsst ihr noch die April-Quest Kehre ins Gefängnis zurück und vor den Toren abschließen. Und Oryx muss auf hart besiegt werden. Zu all den Sachen findet ihr übrigens auch Guides auf meinem Kanal. Diese verlinke ich euch auch mal in der Infobox, damit ihr alles einmal auf einen Blick habt. Naja, wie auch immer, ihr müsst dann diese Sachen auf jeden Fall abschließen und diese werden dann in einem Buch abgebildet, ähnlich wie das SRL-Rekordebuch. So ist es zumindest in dieser Datenbank gefunden worden. Dieses Buch soll, wenn man der API-Datenbank glauben kann, 2 Seiten umfassen. Auf der ersten Seite findet man die Belohnung, die wahrscheinlich ein Ersatz für die 1 VIP-Belohnung sind, worunter das Be Brave-Emblem, The Old God Shader und S34 Ravensteel Sparrow fallen. Die Objekte, die man als Belohnung bekommt, sind bisher geheim, aber sie haben schon einen Wert in der Datenbank, der ähnlich wie bei den Jahr 1 Belohnungen ist. Diese könnt ihr als Belohnung für abgeschlossene Triumphmomente erhalten, diese Items, die eben noch geheim sind. Also zum Beispiel 2 von 6, 4 von 6 oder was vollkommen anderes. Das steht noch nicht ganz fest, wie das ja festgelegt ist. Auf jeden Fall kriegt man irgendwie noch Zwischenbelohnungen, dass man dann teilweise Schritte abschließt, ist da das Logischste, weil das von den Parametern auch herkommt. Die Objekte sind mit einer Art Level verknüpft. Es ist unwahrscheinlich, dass hier das Charakterlevel gemeint ist. Eventuell handelt es sich um das Fraktionslevel, aber das wäre eher ungewöhnlich für Bungie. Die Items an sich sind wie gesagt noch geheim, aber die Art der Items wird halt gezeigt. Also es werden auf jeden Fall 2 Embleme sein und 2 Shader, die ihr als Belohnung bekommen könnt. Die Bildreferenz ist immer noch auf 0 gesetzt, also kann das Emblem nicht angezeigt werden in der Datenbank, ebenso wie die Shader. Hier ist die Farbe auf 0 gesetzt, wodurch der Shader auch unbekannt ist. Auf der Seite 2 dieses SRL-Rekordebuchs, beziehungsweise das ist ja nicht für das SRL-Event, sondern dann für die Triumphmomente, aber es ist noch unklar, wie dieses Buch eben heißt, da zeigt die Seite 2 eben die Triumphmomente. Jeder Triumph auf dieser Seite hat nur einen Wert, wahr oder falsch, also erledigt oder eben nicht. Das SRL-Rekordebuch hatte eine solche Art von Rekorden nicht. Alle 8 Triumphmomente haben als Belohnung dasselbe Item, was bisher noch geheim ist. Deswegen ist noch nicht sicher, ob man 8 dieser Items bekommt oder eines für den Abschluss aller 8 Triumphmomente, wobei ich das zweite für wahrscheinlicher halte, weil es im Jahr 1 auch so war. Das eigentliche Item ist auch hier unbekannt, aber es hat dieselbe Kategorie namens temporäre Items, wie zum Beispiel die Questline-Items oder die Missions-Items. Nun, was aber könnte dieses temporäre Item sein? Da auf der Bungie-Seite selbst die Triumphmomente hochgeladen sind, aber diese noch nicht anschaubar sind, wurde der CSS-Code von einem Reddit-User ordentlich durchwühlt nach was Brauchbarem. Und tatsächlich wurde etwas gefunden.
Die Belohnung ist eine Art digitaler Code, welche man für ein Schild einlösen kann. Das Bild im Hintergrund zeigt diesen CSS-Code und dort steht übersetzt ja 2 Triumph, Angebot für Triumph vervollständigt. Dass Bungie uns ein T-Shirt schenkt, halte ich für unwahrscheinlich. Eventuell bekommt man einen Rabattcode für ein Shirt oder man erhält durch den Code die Möglichkeit, ein besonderes Shirt zu kaufen, was nicht frei für alle verfügbar ist. Ich finde das eigentlich eine ganz gute Aktion, denn so hat man in-game was davon, also die Shader und die Banner und auch noch so im Real Life, sag ich mal. Und ich persönlich stehe total auf Gaming-T-Shirts, also wenn es wirklich so ein exklusives T-Shirt ist, was wir dadurch bekommen können, würde ich mir das persönlich auf jeden Fall holen. Man wird aber sehen, was da kommt. Was ist denn eure Meinung dazu? Schreibt es mir doch in die Kommentare und ansonsten würde ich erstmal sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Ciao!